Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf John Rage. Es ist wieder soweit. Jedes Jahr aufs Neue kommt ein neues Call of Duty raus. Wahrscheinlich laut Leaks nächstes Jahr nicht zum allerersten Mal. Dieses Jahr soll es aber noch ein neues Call of Duty geben. Und es soll jetzt auch schon Gameplay geben. Der offizielle Trailer, Bruder, jetzt finde ich den Kanal nicht, oder was? Oh. Was? 26 Millionen Klicks? Oh mein Gott. Dieses Jahr kommt Modern Warfare 2. Nein, nicht Modern Warfare 2, wie wir es kennen, wie wir es geliebt haben. Es kommt der zweite Teil vom 2019er Modern Warfare, welches doch auch gut in der Kritik stand. Ich bin trotzdem sehr gespannt. 26 Millionen Klicks, what the fuck, der Hype scheint real zu sein. Ich habe auf den Trailer schon reagiert und über einige Informationen geredet auf meinem anderen Kanal Johnny. Ich verlinke euch mal das Video dazu in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns aber auch noch Gameplay an. Hier gibt es Official Dark Water. Ich muss mich anmelden, Digga. Ich bin ja... Oh. Darauf erstmal einen Schluck Kollegawasser. So schönes Modern Warfare 2. Oh, Fatou, das sieht aber wirklich geil aus. Oh, lass mich mal ganz kurz reingucken. Ach, Werbung. 88 Dislikes. Grüße geht raus an die Leute, die jetzt schon wieder haten, weil man positive Worte über Call of Duty verliert. Seid ihr denn gehypt aufs neue Call of Duty oder nicht? Ich bin, ja, gehypt möchte ich es nicht nennen. Auf keinen Fall. Aber ich bin gespannt. Boah, das Wasser sieht geil aus. Man kann auch schwimmen in Warzone 2 und generell in Modern Warfare 2. Warzone 2 kommt auch raus, habe ich, falls ich noch nicht erwähnt habe. Eine Beta wird es auch geben. Ich bin gespannt auf die ersten POV-Aufnahmen mit den Waffen, wie, ob man vielleicht auch was vom Movement sieht. Sliden soll es immer noch geben. Dolphin Dive. Oh, ist das schon die neue Funktion? Ich mache jetzt schon Pause. Sorry, Leute. Schaut euch das ohne mich an, wenn ihr mich nicht dazu reagieren haben wollt. Es gibt, glaube ich, auch eine neue Movement-Funktion, dass man sich irgendwo ranziehen kann. Vielleicht ist es sogar das. Ich weiß nicht. Es wird sicherlich dann auch halt so Schiffe geben für Warzone 2. Ich bin echt gespannt. Und Warzone 1 soll ja bestehen bleiben. Also wirklich was komplett Neues. Mal gucken, ob sie es in den Sand setzen. Sie hatten jetzt sehr viel Zeit für das Spiel. Ich glaube sogar echt, die letzten Jahre gab es noch nie so viel Zeit für ein Call of Duty. Jetzt wird es POV geben. Hol die Waffe raus. Digga, spielt halt wirklich auch wieder ein Rentner, ne? Die spielen es ja wirklich, ne? Die spielen ja dann wirklich, lassen dann einen da recorden für diese Sachen. Und der macht jetzt hier halt den ganz gemütlichen. Bruder, oh, wieder Türen. Geil. Ja, Türen. Oh Gott. Ich will jetzt hier mal. Schieß mal jetzt, ihm einen Haufen! Okay, das Hardcore-Modus ohne Hitmarker ist halt Campaign, ne? Lass uns mal gucken. Boah, der war sehr schnell down. Es ist eine weg. Oh mein Gott, die Gegner fallen um wie Butter. Boah, ich habe aber schon Bock, ich sag so wie es ist. Egal wie es reinscheißt, Schwanz SBMM und irgendwie nach 2 Wochen sind alle wieder im Heulen. Die 2 Wochen Release, beste Leben. Beta, beste Leben. Auch wenn ich Hot Take an der Stelle, Beta ja, nein. Soll man Call of Duty wieder ein Spiel rausbringen, ohne eine Beta, ohne komplett voreingenommen schon super viel gesehen zu haben, komplett raw rein beim Release, wenn es dann offiziell rauskommt, würde ich eigentlich auch mal fühlen. Was ist eigentlich das Blaue hier unten die ganze Zeit? Oh, ich. Boah, das sieht auch aus, als wäre es eine Burst-Waffe, ne? Sie machen halt einen ganz gemütlichen, schönen Zeigen. Hier die Lens Flares links. Also natürlich, es sieht toll aus. Machen wir uns nichts vor. Toll sieht's aus. Next Gen wird das dann auch sein. Natürlich obvious, obwohl wahrscheinlich noch nicht mal 50% von euch die Next Gen haben, weil es die PlayStation 5 immer noch nicht zu kaufen gibt. Grüße gehen raus. Bruder, Reflexe wie ein Toastbrot, der Typ hier. Ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal eine andere Waffe. Hier sehen wir auch eine P90. Keine Ahnung, was das hier ist, aber ihr habt es jetzt gerade hier links gesehen. MP5K könnte es sein, hier vorne die P90. Hier links auch die P90. Natürlich wieder diese Night Vision Goggles. Alter, bin ich lost. Ich habe die weggeschmissen. Ich habe die ja in einer Box bekommen von Call of Duty. Ich habe die weggeschmissen. Ich habe die wirklich weggeschmissen. Ich habe die ja von Call of Duty damals zugeschickt bekommen. Call of Duty lädt mich auch zu nichts mehr ein. Ich werde auch nie wieder Gameplay irgendwie früher oder irgendwas kriegen. Der Zug ist abgefahren, aber ist okay. Creator Code vielleicht ja auch irgendwann mal. Türen, na gut. Die machen halt echt, als wäre es ein Film. So auf
Full-Realismus gerade. Es sieht schon knackig aus, irgendwie. Und zwar da hier gerade. Molotow, was lag auf dem Tisch? Molotow, okay. Ey, ich hab trotzdem Bock, ne? Könnt mich haten, wie ihr wollt. Ich hab trotzdem Bock. Bruder, er ist ja der letzte Mensch, der das spielt! Sieht ein bisschen aus wie diese COD4-Map. Da gibt's auch eine mit Container. Ich weiß aber gerade nicht, wie sie heißt. Nachladeanimation, hebt mal Molotow auf. Ich hoffe es halt, guck mal. Ey Bruder, wenn der Entwickler so spielt, okay, die machen das für die Aufnahme, keine Frage. Aber wenn wirklich, die Entwickler denken wirklich teilweise, also es gibt ganz viele, die spielen dann so, ne? Aber wir Multiplayer-Hasen, da kriegen wir ja wirklich offiziellen Krampf. Und das ist so ein bisschen das Ding, das war das Problem bei MW 2019. Super schnelle Time to Kill, super große Maps, Safe Spaces, Noobs wurden belohnt, Sprinten wurde bestraft, auch mit dem Tech-Sprinten, dass es diese zwei verschiedene Arten von Sprinten gibt. Es gibt ganz normales, schnelleres Laufen und dann das Sprinten, dann nimmt er die Waffe so hoch. Aber aus dieser Situation wieder in Scope zu kommen und bis die Waffe schießt, das hat eine Ewigkeit gedauert. Auch bei Vanguard, das war ganz furchtbar. Ich hoffe, sie machen jetzt nicht wieder diese Filme hier. Das muss irgendwie ein Hardcore-Modus sein oder sowas. Das kann nicht die Multiplayer-Type-to-Kill sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Es sieht schon geisteskrank geil aus, muss man schon sagen. Waffe wieder anbringen. Ey, Diggi! Was bist du für ein Bot, Alter? Welcher Idiot hat das gespielt? Weißt du, wenn so jemand da die Entscheidungen trifft, natürlich will der irgendwie sliden. Ey, ist wirklich erstes Gameplay, ne? Zwar, man sieht noch kein HUD und so. Das ist so schlecht. Hilf mir! Das sieht ihm halt nicht so aus wie... Es sieht halt wirklich aus wie ein zweiter Teil von dem 2019 MW, ne? Und es sieht mir aber nicht so super anders aus. Also was ist denn jetzt der Mehrwert quasi? Was ist das, was uns jetzt dazu bringen soll, jetzt nicht dann MW 2019 zu spielen, sondern dieses Spiel jetzt zu spielen? Außer, dass es halt neu ist. Ah, ich hab schon Bock, ne? Vielleicht mache ich auch endlich mal ein Campaign-Let's Play auf dem Johnny-Kanal. Wollte ich schon immer mal machen, wollte ich auch einen Vanguard machen, aber ich kam nie dazu. Die ersten Wochen Multiplayer sind immer so heiß. Wir haben natürlich auch kein FOV, das sieht man natürlich, wenn wir jetzt hier hochlaufen. Alter, das sieht ja ganz furchtbar aus. Container kann man auch öffnen. Animation, es gibt wieder Uhren. Es wird wieder dieser ganze Customization-Quatsch geben mit Skins und Uhren und... Es wird sich nicht viel ändern, so ehrlich müssen wir sein. Wir hoffen mal, dass dieses SPRM ein bisschen runterschrauben oder irgendwie so, ne? Aber so riesen Hoffnung habe ich nicht. Scheint ja zu funktionieren, obwohl Vanguard reingeschissen hat. Wissen wir alle, Vanguard hat, glaube ich, irgendwie 60% weniger Sales als davor, die Call of Duty. Also Vanguard war wirklich mieser Flop. Mieser Flop. Das Ding wird sich aber wieder verkaufen wie Butter, weil der Name MW2, MW 2019 haben viele dieser Casual. Wieso wiederhole ich die Worte eigentlich immer? Der Casual-Fans geliebt. Wurde extrem krass verkauft. Jetzt 26 Millionen Klicks hier auf dem Trailer nach irgendwie einem Tag, zwei Tagen. Das wird schon abgehen. Ich hoffe nur, dass sie die Multiplayer-OG-Community, die seit 10 Jahren reinschwitzt, dass sie die nicht zu sehr knallen mit dem Movement, dass es alles zu langsam ist, dass die Sprint-Out-Times zu langsam sind, das ganze Feeling einfach alles so mega noob-freundlich. Och du Scheiße, Bruder, wo sind die denn gegengefahren? Okay, jetzt noch eine kleine Schwimmeinheit. Müsste man vielleicht auch noch mal sehen, wissen. Ah, nee, keine Ahnung. Jo, das sieht schon fresh aus, wie sich alles bewegt. Wenn er nur was treffen würde. Das sieht ein bisschen aus wie Ghost, oder? Seid mal ehrlich, wissen wie Ghost? Jetzt auch mit dieser vektorartigen Waffe. Und dann wie die Semtex. Das hat mich so krass an Ghost erinnert. Die Semtex sah 1:1 aus wie die Ghost Semtex. Ich glaube, es gibt auch schon so zur Weapon Customization, also zum Klasse-Editor. Shotgun.
Gibt es auch schon so ein paar Informationen. Ich hoffe, es ist nicht wieder so übertrieben komplex mit 12 verschiedenen Aufsätzen. Ich hasse das ja eigentlich. Oder er ist so schlecht, das gibt's ja gar nicht. Man merkt richtig, dass es so richtig Fernseher 70 Zoll Gameplay. Aber ist okay. Es sieht todesgeil aus. FOV an, hoffentlich schnelles Movement. Vielleicht macht es ja Spaß, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Wie lange geht das Gameplay jetzt hier noch? Es wird wahrscheinlich gleich enden, weil er irgendwie verreckt oder so. Ja, noch eine Minute. Schauen wir uns noch an. Er macht ja alle Mechanics um die Ecke dringend. Ich würde gerne noch ein bisschen sliden sehen. Wie lange ist der Slide? Komm, slide jetzt mal. Das wäre jetzt im Moment mal ein bisschen zu sprinten vielleicht auch. Nein, da muss ich natürlich alles ganz genau angucken. Slide mal jetzt da vorne hin. Nein, er legt sich um die Ecke. So denken die Entwickler, so wollen sie, dass die Community spielt, ne? In den Protected SBMM Lobbies. Ach, du ahnst es nicht. Ja, die Campaign-Mission, die kommt schon wild, aber die kommt schon wild auf diesem Schiff. Kann man nicht haten. Okay, C4 wird platziert. Baba, Alter, Baba. Vielleicht werde ich echt mal die Kampagne spielen. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie gefühlt die Kampagne gespielt. Nur wenn damals zu so MW2-Zeiten, schlag mich, ich habe nicht mal die MW2-Kampagne. Okay, das war's. Das war's mit dem Gameplay. Oh, crazy, Alter. Hier nochmal kleiner. Boah, da sind schon ein paar krasse Shots mit dem Heli. Das sieht so GTA-mäßig aus, dieses Haus auch unten. Wow. Was wollte ich gerade sagen? Was wollte ich sagen? Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Tut mir leid. Leute, was sagt ihr? Logo sieht auch krass aus. Was sagt ihr? Habt ihr Bock? Werdet ihr die Beta anzocken? Oder sagt ihr nein? Call of Duty ist für mich für immer gestorben. Lasst mal Feedback in den Kommentaren da. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns die Tage wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.